Willkommen zu diesem neuen Video und willkommen zum 24. und somit auch letzten Türchen von Brownies Adventskalender. Und an dieser Stelle natürlich fröhliche Weihnachten an euch alle. Macht euch ein paar erholsame Feiertage bzw. erholsames Wochenende. Ist ziemlich unglücklich mit den Feiertagen dieses Jahr. Mein Name ist Angie, ich komme vom Kanal Takoyanji und genauso wie bei Brownie gibt es auf meinem Kanal super viele Videos rund um Film und Fernsehen, aber auch extrem viele Videos aus der Anime-Welt. Und in diesem besonderen 24. Türchen möchte ich euch super gerne einen Anime-Film empfehlen, den ich dieses Jahr geschaut habe. Dragon Ball Super Super Hero konnte man sich dieses Jahr im Kino anschauen und ich war sofort dabei. Ich musste mir Tickets holen, ich durfte mir das nicht entgehen lassen, denn Dragon Ball gehört zu meiner Kindheit und gehört auch noch zu meiner Gegenwart. Ich bin immer noch super großer Dragon Ball Fan und Dragon Ball Super Super Hero war eine riesengroße Bereicherung. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass euch dieser Film genauso umhauen wird, wie er mich umgehauen hat, denn bei mir sind regelmäßig Tränen geflossen aus den unterschiedlichsten Gründen. Allein schon als der Film angefangen hat, schoss bei mir ganz viel Nostalgie hoch. Ich habe mich so gefreut, das alles zu sehen, denn ich kann mir super gut vorstellen, dass viele von euch allein schon bei der Optik sagen, nein, da lasse ich mich nicht drauf ein, das will ich nicht sehen, aber bitte gebt dem Film eine Chance. CGI muss nicht immer schlecht sein und Dragon Ball Super Super Hero hat das auf jeden Fall bewiesen. Ich persönlich finde, dass diese ganze CGI-Geschichte unfassbar gut zu Dragon Ball passt. Die Charaktere sehen authentisch und lebendig aus. Kamehameha, Höllenspirale oder Genki-Dama funktionieren ebenfalls mega gut, wenn nicht sogar noch besser. Und wenn euch die Animation und die Optik von Dragon Ball Super Super Hero nicht überzeugen, dann tut es ja vielleicht die Story, die ich euch jetzt kurz und knapp wiedergebe. Die Red Ribbon Armee ist wieder zurück, was ich persönlich super cool finde, denn ich bin super großer Fan der Red Ribbon Armee und der einzige, der davon Bescheid weiß, ist Piccolo, der auch die Hauptrolle in diesem gesamten Film einnimmt, was ich ebenfalls absolut gut finde. Denn in diesem Film spielen Son Goku und Vegeta nur eine klitzekleine Nebenrolle, was wirklich super erfrischend ist, denn so hat man einfach Zeit, Piccolo ein bisschen mehr zu behandeln und ein paar weitere Charaktere, wie zum Beispiel Son Gohan. Naja, auf jeden Fall findet Piccolo heraus, dass die Red Ribbon Armee zurück ist. Und es dauert nicht lange, bis wir den ersten Kampf zu sehen bekommen. Gamma 1 gegen Piccolo. Piccolo hat gar keine Chance, woraufhin er Son Gohan kontaktiert, denn er braucht Hilfe. Die Red Ribbon Armee muss zerstört werden. Son Gohan nimmt Piccolo aber wirklich überhaupt nicht ernst. Er ist gefangen in seinem Streber-Dasein. Er muss lernen, er muss was für die Arbeit machen und deswegen interessiert er sich überhaupt nicht dafür, was die Red Ribbon Armee macht, was Piccolo macht, und das stellt auf jeden Fall ein Problem dar. Denn wie gesagt, spielen Son Goku und Vegeta nur eine klitzekleine Nebenrolle in diesem Film. Die sind nicht erreichbar. Die einzigen, die sich der Red Ribbon Armee stellen können, sind Piccolo und Son Gohan. Deswegen versucht Piccolo alles, damit Son Gohan endlich mal aufwacht und die Red Ribbon Armee zerstört. Gamma 1 und Gamma 2 nehmen hier die Rolle der Antagonisten ein, gegen die Piccolo ja wirklich gar keine Chance hatten. Aber Gamma 1 und Gamma 2 sind nicht die einzigen Antagonisten, denen sich Piccolo stellen muss, denn unten im Labor in den Tiefen der Red Ribbon Armee findet nochmal eine ganz andere Geschichte statt. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Dr. Gero hat sich tatsächlich fortgepflanzt, so weit, dass er sogar einen Enkelsohn hat, nämlich Dr. Hedo, und der ist verantwortlich dafür, was in den Tiefen der Red Ribbon Armee stattfindet. Vielleicht gibt es nämlich ein Wiedersehen mit Cell. Aber mehr möchte ich auf die Story auch gar nicht eingehen. Ich kann nur sagen, dass mich der Film komplett mitgerissen hat. Die ganzen Action-Szenen, die Kämpfe, die Emotionen, das ist wirklich alles unfassbar intensiv gewesen und das liegt nicht nur daran, dass ich ganz viel Nostalgie bei Dragon Ball verspüre. Allein schon die Tatsache, dass man die Beziehung von Piccolo und Son Gohan wieder aufleben lässt, hat mir super viel Gänsehaut gegeben. Mir sind die Tränen gekommen und von solchen Momenten gab es wirklich nicht nur einen, habe ich ja schon am Anfang gesagt, ich musste wirklich regelmäßig weinen. Aber Dragon Ball Super Super Hero hat nicht nur diese epischen, intensiven Action-Momente zu bieten, sondern auch wirklich super angenehme und lustige Slice-of-Life-Momente. Man sieht Piccolo nochmal in ganz anderen Umgebungen, in ganz anderen Situationen, was wirklich einfach nur witzig ist. Dragon Ball Super Super Hero war für mich einfach ein unfassbar schönes Wiedersehen mit alten Freunden. Ich habe neue Charaktere kennengelernt, ich habe super viele emotionale und epische Action-Momente gesehen, aber auch wirklich super viel gelacht. Außerdem ist dieser Film wirklich ein unfassbar gutes Beispiel dafür, dass CGI nicht immer schlecht aussehen muss. Wie gesagt, ich bin super großer Fan davon. Das sah alles unfassbar gut aus. Die Farben, die Animation, das Charakterdesign, es funktioniert wirklich gut. Ich kann den Film wirklich nur empfehlen. Aber das soll es jetzt auch mal mit dem Video sein. Ich habe, glaube ich, lang genug über Dragon Ball Super Super Hero geschwärmt. Der soll übrigens im Frühjahr 2023 auf Disc erhältlich sein. Also falls ich euer Interesse geweckt habe, ihr könnt euch den nächstes Jahr auf jeden Fall zulegen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall noch bei Brownie bedanken. Vielen lieben Dank, dass du mich angefragt hast und dass ich sogar das 24. Türchen übernehmen darf. Wirklich super lieb von dir und ich freue mich, wenn wir vielleicht 2023 nochmal irgendwas zusammen machen. Da kriegen wir bestimmt irgendwas hin. Wenn euch dieses Video unterhalten und gefallen hat, dann vergesst auf gar keinen Fall, einen Daumen nach oben da zu lassen. Wenn ihr Brownie unterstützen möchtet, dann hinterlasst auch sehr gerne ein Abo auf seinem Kanal und klickt euch vielleicht noch durch die restlichen Adventskalender-Videos. Dieses Projekt ist nämlich ziemlich aufwendig. Und wenn ich euer Interesse wecken konnte und ihr Lust auf weitere Film- und Serien,
aber auch Anime- und Manga-Videos habt, dann geht doch sehr gerne rüber auf meinen Kanal. Takoyanji ist bestimmt unten in der Infobox verlinkt. Also tobt euch aus, würde mich sehr freuen, irgendwen von euch da zu sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein letztes Mal fröhliche Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und vielleicht sieht man sich ja wieder. Macht's gut. So, ihr Lieben, das war also auch das letzte Türchen meines ersten Adventskalenders. Und ich muss sagen, ich bin richtig, richtig überrascht, wie geil dieser Adventskalender geworden ist, wie groß der Zuspruch war von allen Leuten, die ich angefragt habe. Jeder war irgendwie direkt Feuer und Flamme, egal ob ich eine Absage bekommen habe oder eine Zusage. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an alle, die dabei waren. Und auch vor allem noch vielen Dank an Angie, die das letzte Video für das 24. Türchen gemacht hat und mir damit schon den Arsch gerettet hat, weil leider einer, den ich eigentlich für das 24. Türchen eingeplant habe, dann doch leider nicht dran teilgenommen hat, wobei ich das jetzt auch erstmal nicht irgendwie schlimm annehme, weil es ist ein großer YouTuber, vielleicht hat er auch einfach den Kopf zu folgen, hat seinen einfach irgendwie vergessen und ich bin dann nicht der Typ, der dann anfängt da rumzusticheln und nachzufragen, das muss dann einfach nicht sein. Deswegen wünsche ich euch einfach eine schöne Weihnachtszeit, feiert die drei Tage und habt einen guten Rutsch schon mal von mir gewünscht. Ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Hier oben könnt ihr euch noch ein Video von Angie ansehen. Und hier unten könnt ihr euch den Adventskalender nochmal von vorne anschauen. Bis dann. Ciao.